Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming und zwar mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute mit 3 Updates zu tun und 16 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ernst, der Ossi, Marcel und Jean-Michel für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich bedanken bei all denen, die heute wieder sehr aktiv in unserem Livestream mitgemacht haben, dem Livestream über die Allstream Farm mit Oldtimer Traktoren. Falls du das verpasst hast, dann bitte oben rechts auf den Link klicken, damit du dieses Video noch ansehen kannst. Ganz im Speziellen möchte ich mich bedanken bei Ricky, der ganz viel Informationen aus der realen Landwirtschaft in den Stream reingebracht hat. Wir starten also jetzt hier mit dem ersten Update. Dann zusätzlichen Feldinfo von Yumi mit einer Downloadgröße von 18 KB in der Version 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, potenzielle Erntemenge und Ertrag sei hinzugefügt worden. Das heißt also, wenn wir am Feld stehen, können wir jetzt sehen, wie groß die zu erwartende Erntemenge sein wird für dieses Feld. Das nächste Update kommt für den Massey Ferguson Next Edition von LS Agrar Ole. Downloadgröße 19,36 MB in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, die Türen wurden animiert, Decals wurden überarbeitet und kleine Fehler wurden behoben. Das nächste Update kommt für den Massey Ferguson 9407S und zwar ist das der Teleskoplader von KRKZ Modding mit der Downloadgröße von 16,16 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt hier, Option für getönte Fenster ist hinzugefügt worden, verschiedene Fehler wurden behoben, Visual und Interieur, Radkonfiguration hinzugefügt, Trelleborg. Sounddetails hinzugefügt und Mod-Icon wurde verändert. Wir kommen gleich zu der ersten neuen Mod und zwar ist dies die Rhea 22 Center of Gravity von 900 Hasse 13 KB in der Downloadgröße Version 1.0 und ist für PC und Mac. Der Schwerpunkt wird basierend auf der Position der Radachse und dem Radius geändert. Der typische Massenschwerpunkt liegt 25 cm über der Hinterachse. Reifenbreite und Zwillingsbereifung wirken sich jetzt auf die Stabilität aus. Breitere Reifen und Doppelbereifung für mehr Stabilität, schmale Reifen für weniger Stabilität. Also damit wird die Serie fortgesetzt mit der Rea-Mod von gestern. Heute Center of Gravity, wo wir im Prinzip eine bessere animierte und simulierte Schwergewichtsverlagerung haben. Und natürlich kommt hier auch der dritte Teil, und zwar hier die zweite neue Mod von heute, den Rea 22 Implements, natürlich ebenfalls von 900 Hasse. Downloadgröße 19 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Die Zugkraft für Pflüge, Gruber, Walzen und Sämaschinen wird von Bodenart und Bodenbeschaffenheit beeinflusst. Ballenpressen, Ladewagen und Erntemaschinen verbrauchen Leistung basierend auf Füllgeschwindigkeit und Materialdichte. Beispielsweise das Säen direkt in die Stoppel erfordert mehr Kraft als das Säen auf ein kultiviertes Feld. Der Betrieb einer Walze in einem gepflügten Feld erfordert mehr Leistung als ein Saatfeld. Das Ernten eines höheren Ertrages erfordert mehr Leistung als ein Feld mit niedrigerem Ertrag. Leichtere Materialien erfordern weniger Kraft als schwere Heuballen sind einfacher als Gras. Die nächste neue Mod ist von Viper GTS und heißt dritte Person, also die Ansicht aus der Drittperson. Downloadgröße 22 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Bis anhin war es ja nicht möglich, den eigenen Avatar zu sehen, es sei denn, man hat in dem Traktor gesessen. Jetzt kann man es auch tun und somit herumlaufen und herumgehen und sich selbst zu sehen dabei. Das ist also sehr schön für Roleplay und für natürlich für die Content Creators, weil man hier natürlich eine bessere oder andere Geschichte erzählen kann. Wir kommen zu den Maschinen und zwar starten wir mit dem New Holland TM Series von PP978 mit der Downloadgröße von 17,05 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese mit einer standardmäßigen Leistung von 124 PS,
wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 285 Litern, 32 Litern DEF, 40 km/h Maximalgeschwindigkeit und einem Gewicht von 6,5 Tonnen. Der Preis 94.000 Euro. Bei der Konfiguration können wir hinzufügen entweder ein 700 Kilo Frontgewicht oder einen Frontkraftheber. Die Reifenhersteller können gewählt werden von Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein, Nokian und Trelleborg. Die Reifenvarianten spiele ich natürlich nicht durch, dann das Design kann geändert werden zwischen New Holland 2002 oder dem New Holland Restyling. Dann können Kotflügel hinzugefügt werden. Natürlich einfach vorne. Frontladeranbau kann hinzugefügt werden von Quickie, Power oder keinen. Die Motorenausführung gibt es hier die TM120er mit 124 PS, die 130er mit 131 PS, die 140er mit 144 PS und zu guter Letzt die 155 natürlich mit 155 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen dem New Holland Blau und natürlich dem New Holland Rot und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Grau, Beige und Schwarz. Die nächste neue Mod ist die Ecke U211-2 von Heizel Mods. Downloadgröße 3,47 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Grubber mit einem Gewicht von 255 kg, braucht 20 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3,50 m und die Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h. Der Preis ist sehr attraktiv, 800 Euro. Es können hinzugefügt werden ein paar Reifen, die oben dann drauf liegen, um dem Ganzen ein bisschen mehr Gewicht zu geben. Dann die Hauptfarbe kann aus der Vintage-Farbpalette ausgewählt werden, genauso wie die Designfarbe. Und die Designfarbe ist für die angehängten Teile. Die nächste neue Mod ist der Class Axion 800, kommt von Smetti. Downloadgröße 21,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit der Leistung von 205 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 455 Litern, 42 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit bei 9,1 Tonne und dem Preis von 185.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein, Nokian und Trelleborg. Das Design kann gewählt werden zwischen dem EU-Design oder dem US-Design. Die Motorenausführung gibt es die 800er-Version mit den 205 PS, die 810er-Version mit 215 PS, die 830er mit 235 PS, die 850er mit 264 PS und zu guter Letzt die 870er mit 295 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, sowohl auch die Felgenfarben. Wir kommen zum Carré-Pack und zwar kommt das von Nicopix. Downloadgröße 60,85 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. 60 Megas im Download, dieses Gerät? Natürlich nicht, denn dieses Paket kommt mit verschiedenen Geräten und wir gehen die im Einzelnen ganz kurz durch. Wir haben den Carré Xenos, das ist ein grober, braucht eine Leistung von 170 PS, hat ein Gewicht von 7,1 Tonne, Arbeitsbreite von 5 Metern und 17 km/h die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Preis 47.200 Euro. Dann davon gibt es auch noch die flache Variante, die braucht auch 170 PS, heißt Xenos Porte, Gewicht 3,6 Tonnen, Arbeitsbreite 5 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h. Preis hier 47.200 Euro. Als nächstes kommt der Tastapneu, da schauen wir im Detail an. Wir haben hier dieses Teil hier, kommt ohne Frontausrüstung, kann eine Frontausrüstung hinzugefügt werden. Dann gibt es ein Gewicht, das hinzugefügt werden kann, und zwar mit Gewicht 400 Kilogramm, 800 Kilogramm, 1200 Kilogramm, 1600 Kilo und 2000 Kilo, sowie auch 2400 Kilo. Dann kann hier ein Deflektor angebracht werden, und zwar hier auf der Seite. Und die Arbeitsbreite kann gewählt werden zwischen 4 Metern, 4,50 Meter und 6 Metern. Der Preis in der Standardversion 17.500 Euro. Dann haben wir den Tastapneu, den flachen, das ist dies hier.
Das haben wir mehr oder weniger dieselbe Ausrüstung. Einmal ohne Frontausrüstung, mit Frontausrüstung. Dann haben wir hier mit Gewicht, ohne Gewicht. Und zwar ist die Verteilung der Gewichte genauso wie vorher. Also bis und mit 2400 Kilogramm. Und hier kann die Arbeitsbreite gewählt werden zwischen 2 und 3 Metern. Der Preis hier ist auch standardmäßig 17.500 Euro. Dann haben wir den Rotanet Control. Das ist diese hier. Da gibt es nicht viel zu verändern. Das ist entweder die Felgenfarbe in Rot oder in Grau. Kommt mit einem Gewicht von 2,5 Tonnen. Braucht 110 PS. Hat eine Arbeitsbreite von 6,5 Meter. Eine Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h und kostet 31.600 Euro. Es handelt sich hierbei um eine Hacke, also zum Entfernen von Unkraut, das entweder in dem kleinen oder im mittleren Zustand, Wachstumszustand ist. Dann kommen wir zum Neolab Twin, und zwar ist das auch ein Grubber mit einem Gewicht von 4,8 Tonnen, braucht eine Leistung von 210 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h. Hier ist der Preis 47.200 Euro. Dann kommen wir zu drei Hacken, und zwar jeweils für eine spezielle Aussaat gedacht. Einmal den Zuckerrüben-Econet, den Sonnenblumen-Econet und den Mais-Econet. Der Preis variiert ein bisschen, also der Zuckerrüben ist 29.800, dann haben wir die Sonnenblumen haben wir für 25.600 und den Mais für 23.200. So, dann hier können wir keine weiteren Einstellungen vornehmen, deswegen lassen wir dies auch gleich so stehen. Arbeitsbreite ist 6 Meter, zwischen 90 PS und 110 PS brauchen diese und haben, wie gesagt, die Arbeitsbreite von 6 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Als nächstes kommen wir zu einer Doppelmod, und zwar einmal entweder dem New Holland 40 Series Zebra oder den Ford 40 Series Zebra. Kommen natürlich beide von AMG Gaming. Downloadgröße um die 12,86 MB in der Version 1.0 und die New Holland Version ist für alle Plattformen und die Ford Version ist für PC und Mac. Wir nehmen mal hier die Ford Version, und zwar hat diese standardmäßig eine Leistung von 75 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 105 Litern. 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 4,8 Tonnen und kostet 41.250 Euro. Bei der Konfiguration können wir wählen zwischen Blau-Weiß, Graublau und Graublau 2 und Fiat Power. Das sind die Optionen, die wir hier haben. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Fredestein, Nokian und Trelleborg. Dann kann ein Frontladeranbau hinzugefügt werden, entweder nein, Quickie oder ja. Die Motorenausführung haben wir die 5640 mit 75 PS, die 6640 mit 85 PS und die 7740 mit 95 PS. Hier können wir die Felgenfarbe ändern. Wir haben drei Weißtöne zur Auswahl und ebenso drei Silbertöne. Da der New Holland 40 Zebra Series keine anderen Konfigurationsmöglichkeiten hat, werden wir den nicht im Einzelnen angucken. Ihr wisst nur, dass die Ford-Version für PC und Mac only ist und die New Holland-Version ist für alle Plattformen. Achtung, Achtung, Achtung! Hier haben wir den Lizard CMIP 11 FP300, kommt von Pepe 978. Downloadgröße 4,04 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und weswegen, Achtung, 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 weil dies ein Grubber ist. Und zwar mit einem Gewicht von 890 Kilo, braucht 130 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,80 Meter, deswegen der Alarm, und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis ist bei 6.500 Euro. Außer den Farboptionen haben wir keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Hier können wir wählen zwischen Grün, Rot, Grün 2, Gelb, Orange und Blau. Die nächste neue Mod heißt JCB Teleskoplader Anbaugeräte von Rossen Mods. Downloadgröße 5,62 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit 5 verschiedenen Anbaugeräten. Zum einen die Schüttschaufel 3000 zum Preis von 2.500
500 Euro und einem natürlich Ladevolumen von 3000 Litern und dem Gewicht von 600 Kilo. Die Ankupplungsvariante kann gewählt werden von Standard zu JCB Q-Fit oder zurück zu Standard. Dann haben wir die Ballengabel für 1200 Euro, wiegt 250 Kilogramm. Beim Design kann gewählt werden, wie das Layout aussehen soll, also der einzelnen Stacheln hier. Einmal das Layout 1, 2, 3, 4, 5 und das ist dann auch die Standardvariante. Und bei der Ankopplung ist dieselbe Variante vorhanden wie überall, entweder Standard oder JCB Q-Fit. Dann haben wir die Mistgabel, die hat ein Volumen von 2000 Litern, wiegt 700 Kilogramm, kostet 2900 Euro und hier haben wir dieselbe Option bezüglich der Kupplung. Natürlich haben wir dann auch noch die Silagegabel mit einem Volumen von 4500 Litern, einer Tonne Gewicht und kostet 2800 Euro. Auch hier haben wir die Option der Kupplung zwischen Standard und JCB Q-Fit. Und als letztes haben wir die Schüttgutschaufel mit einem Volumen von 5000 Litern, dem Gewicht von 600 Kilogramm und dem Preis von 2750 Liter. Auch hier können wir natürlich die Kupplung ändern zwischen Standard und JCB Q-Fit. Die nächste neue Mod heißt Maxi Adapter, kommt von Equip Modding, Downloadgröße 0,56 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieser Adapter dazu da, damit man Anbaugeräte für die 3-Punkt-Kupplungen mit dem Frontlader heben kann. Und dieses Teil hier wiegt 200 Kilogramm und kostet 1600 Euro. Beim Design kann gewählt werden, ob noch eine Anhängerkupplung hinzugefügt werden soll. Damit kann man Anhänger so auf dem Hof herumziehen oder natürlich eben ohne die Kupplung. Die Hauptfarbe kann geändert werden zwischen Schwarz und Grau. Wir kommen zum Lizard Rumbler Van. Und zwar ist das hier auch eine Doppelmod. Kommt von Didi Mod Passion. Die Downloadgröße ist um die 10,54 MB in der Version 1.0. Und da gibt es eine Version, die ist für alle Plattformen. Und dann gibt es die Zusatzversion, also die Lizard Rumbler Van mit Zusatzfunktion. Und die ist dann nur für PC und Mac. Ich nehme hier der Einfachheit halber einfach die mit der Zusatzfunktion. Und zwar schauen wir uns hier den großen an. Der kommt mit einer Leistung von 300 PS, einer Tankfüllmenge von 120 Litern, 120 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 2,3 Tonnen. Der Preis hier 87.000 Euro. Die Hauptfarbe kann geändert werden aus der Standardpalette, die Designfarbe ebenso. Und jetzt gehen wir zurück zu der Ansicht der beiden, denn hier gehen wir jetzt auf die weiteren Details ein. Die Spezifikationen für die kurze Version, und zwar entsprechend der automatischen Be- und Entladung der Kapazität. Die Eier haben die Kapazität von 7050 Litern, Milch 2040 Litern, Wolle 2750 Litern, Big Bags mit Weizen, Mineraldünger, Hafer, Kalk, Schweinefutter, Saatgut, Streusalz, Gerste, Raps, Sorghum, Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais und Mineralfutter jeweils zu 3000 Litern. Tank mit Flüssigdünger, Herbizid und Siliermittel jeweils zu 4000 Litern. Die Netzfolie kann hineingepackt werden und das ist nur die Variante für PC und Mac von 100.800 Metern. Und bei den Garnrollen natürlich genauso für PC und Mac only. 864.000 Metern. Die Spezifikation für die lange Version ist natürlich auch hier die Eier 9040 Liter, 2720 Liter Milch, 4000 Liter Wolle, Big Bags mit Weizen, Mineraldünger, Hafer, Kalk, Schweinefutter, Saatgut, Streusalz, Gerste, Raps, Sorghum, Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Mineralfutter mit 4000 Litern. Tank mit Flüssigdünger, Herbizid und Siliermittel, jetzt 6000 Liter und natürlich dieselbe Anzahl für Netzfolie 100.800 Meter und die Garnrollen 864.000 Meter. Achtung, nochmal,
Unterstützung für Netzfolie und Garnrollen ist nur in der PC-Version erhältlich. So, wir haben einen riesen Modpack von Omatana, und zwar das Hofproduktionen-Pack kommt mit einer Downloadgröße von 43,09 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Im Baumenü sehen sich diese so aus. Also wir haben große Produktionsstätten, und zwar einmal die Hofproduktion Stein, Hofproduktion Scheune, Hofproduktion Scheune Mittel, Hofproduktion Alpenstiel, Hofproduktion Verputzt. Das sind diese fünf Varianten, die wir haben, wo wir im Prinzip eine große Produktionsstätte aufbauen können. Dann gibt es vereinzelte spezialisierte Versionen, und zwar haben wir einmal die Kartoffelproduktion in drei verschiedenen Varianten. Dann haben wir die Bäckereiproduktion auch in drei verschiedenen Varianten. Die Molkereiproduktion genauso in den drei Varianten und die Früchteproduktion natürlich auch in den drei Varianten. Dann die Ölproduktion auch in den drei Varianten und zu guter Letzt die Cerealienproduktion auch in drei Varianten. Diese drei Varianten sind jeweils ein kleines Haus aus Stein, ein kleines Haus weiß und das kleine Haus rot. Dann haben wir bei den Verkaufsstationen auch zusätzliche Gebäude bekommen. Einmal der Laden verputzt, ein Marktstand, eine Verkaufsstation oder ein Verkaufstrigger. Wir schauen uns diese Produktionen mal ganz kurz an. Wir fangen an hier mit der Cerealienproduktion, und zwar macht die aus Hafer Haferfutter. Aus Mais macht diese Popcorn. Und hier haben wir noch die Produktion vom Standard Müsli aus der Standardproduktionskette des Standardspiels. Des Weiteren haben wir die Früchteproduktion, und zwar macht diese aus 10 Tomaten 8 Stück Tomatensoße. Aus Tomaten und Salat macht es gemischten Salat. Und dann haben wir die zwei Standardproduktionen aus dem Standardspiel, also Traubensaft und Rosinen. Dann haben wir die Ölproduktion, und zwar macht diese die Standardölsorten wie aus dem Standardproduktionskatalog des Standardspiels. Also Sonnenblumen, Raps und Olivenöl. Dann haben wir die Molkereiproduktion, und zwar macht diese aus Milch und Erdbeeren Eis. Aus Wasser und Hafer macht das Haferdrink. Aus Sojabohnen und Wasser macht dieses Sojadrink. Und dann die zwei Produktionen der Standardversionen, also Butter und Käse. Dann haben wir eine Bäckereiproduktion, und zwar macht diese aus Mehl Spaghetti und natürlich dann die entsprechenden Ergebnisse aus der Produktion der normalen Bäckerei. Und dann haben wir die Kartoffelproduktion, und zwar macht diese aus Kartoffeln Pommes, aus Kartoffeln und Wasser macht es Kartoffel und Schweinefutter und natürlich hier entsprechend die Zuckerrübenzucker wird hier auch hergestellt. Und natürlich das Kartoffel-Schweinefutter mit dem Schwergewicht auf die Kartoffeln. Dann haben wir die großen Gebäude hier, die fassen alle kleinen Gebäude zusammen. Hier kann also alles, was wir bisher gesehen haben, hergestellt werden. Sowohl eben die Standardprodukte, wie auch eben alle neuen Zusatzprodukte, die hinzugekommen sind. Und natürlich nimmt der Laden, der Marktstand, wie auch der Verkaufstrigger, wie die Verkaufsstelle, natürlich alle Produkte von diesen Produktionsstätten an, die wir gerade gesehen haben. Das heißt also, der Kreis schließt sich, ein hervorragendes Paket. Jetzt kann endlich aus Kartoffeln was Anständiges gemacht werden. Bis anhin mussten die Kartoffeln einfach so verkauft werden. Die nächste neue Mod heißt die Die Schweinefutterproduktion auch von Omatana mit einer Downloadgröße von 0,95 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies natürlich auch unter Produktionen und Fabriken zu finden. Und zwar ist das dieses hier, Kostenpunkt 20.000 Euro. Und hier wird natürlich Schweinefutter hergestellt. Aber Achtung! Hier gibt es ein Schweinefutter, das mit dem Schwerpunkt Mais kommt. Also hier wird vor allem Mais verwendet. Dann dieses Sorghumhirse-Schweinefutter, da wird vor allem die Sorghumhirse verwendet. Und wie eben schon gesehen in der anderen Produktionsstätte, eine Kartoffel-Schweinefutterproduktion, die den Schwerpunkt auf Kartoffeln hat.
Das blaue Gebäude hier, das ist das Heulager, kommt von Macca. Downloadgröße 3,41 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Im Baumenü natürlich unter Silos zu finden. Das ist dieses Gebäude hier, ziemlich groß. Preis 9.850 Euro und dem Lagerkapazität und dem Lagervolumen von 250.000 Liter für Heu und Stroh. Dann haben wir diesen Unterstand ebenfalls von Macca, Downloadgröße 9,59 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden unter Hallen, und zwar ist das diese hier, eine kleinere Halle hier. Das ist diese hier, die lässt sich allerdings nur zu 90 Grad drehen. Achtung, Kostenpunkt 4.500 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Textur hier in diesem Gebäude ist einfach sensationell. Also die Detail und die Schärfe ist ja sensationell gemacht. Also super detailliert. Man muss schon richtig nah rangehen, um hier das zu erkennen, dass es eben nicht echter Beton ist zum Beispiel. Dann kommen wir zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist das die große Holzscheune oder den großen Holzunterstand. Kommt ebenfalls von Macca, Downloadgröße 10,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und hier gilt genau dasselbe mit der Textur, die ist extrem fein auflösend, super detailliert, sehr scharf gemacht. Auch diese Halle ist natürlich im Baumenü zu finden, das ist diese große hier und die kann freigedreht werden. Also nicht so wie die vorhergehende, nur um 90 Grad, hier haben wir die 360 Grad, die wir wählen können. Wir kommen zu der letzten neuen Mod, und zwar ist das das Güllelager, das kommt von Mifio FS mit der Downloadgröße von 10,28 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Natürlich ist dies zu finden unter dem Baumenü in Silos. Und zwar haben wir die große Version des Güllenbehälters mit dem Preis von 50.000 Euro und 140.000 Liter Fassungsvermögen. Die Hälfte des Preises ist auch Hälfte so groß und kann auch nur die Hälfte aufnehmen. 70.000 Liter hier, 25.000 Euro kostet die kleine Version davon. Das war es schon wieder von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch euren Daumen da. Falls ihr keine weiteren solche Videos verpassen möchtet, dann holt euch das Abo ab. Es sichert euch nicht nur informiert zu werden, wann neue Mod-Updates-Videos herauskommen, sondern auch alle anderen Videos, die herauskommen. Das heißt Livestreams und andere Projekte, an denen wir arbeiten. Also die Glocke nicht abschalten, sondern einschalten und das Abo holen, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Was ist Interessantes um die LS-Geschichte herum gibt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche euch schon jetzt ein schönes Wochenende. Das war's von mir. Danke, tschüss und hasta luego.